Yo, hallo Leute und willkommen zurück zu GTA, The Belt of Gay Tony. So, dann, ja, wir haben jetzt den letzten Part hier, die Mission von Murray bekommen, also gehen wir jetzt einmal auch hin. Hoffentlich haben wir jetzt schon einen Wagen. Nein, ich habe hier keinen Wagen, ist doch nicht geil. Dann ziehe ich mir einfach mal ein Taxi. Komm her! So, dann, ja. Obwohl. Was heißt das jetzt hier, 2? Mamas Haus. Mori, ich fahre zu Mama. Zu der Mama. Nein. So. Mama, ich fahre zu der Mama. Nein. Okay, nice. Dann mach ich doch Mama und danach Mori. Mamas Boy. Aquí está su cafecito. Gracias. ¿Quieres azúcar? No. Mami, soy yo. Luis. Hey, hijo, ¿quieres un cafecito? Sí, un ching. Un ching. Luis, this is Mr. Santos. What's going on? Hey, I guess I didn't recognize you from your mom not having any pictures of you up on the walls. Yeah, I guess she doesn't have any up. Now you mentioned it. I guess mugshots don't sit along too well with graduation shots. Hey, who the fuck are you? Well, it's complicated. Mr. Santos is a businessman. It's not that complicated when you think about it. You see, your mother here has been making that classic American mistake. In other words, she's been living beyond her means. Hey, bro, be polite when you talk about my mother, man. I'm being very polite. See, I like her. She's a good woman. If I ain't like her, I would have burned this building down by now. I mean, you know you could have came to me for money. But what would you do to get it? Yeah, I wouldn't borrow it for a piece of shit like this. Hey, be careful, kid. I could have you killed. Oh, I'm real scared of you, motherfucker. Huh? How do you sleep at night, man? Long talking to all women. Hey, she called me, okay? It's business. We run a service. She knew the rules. She should have read the small print. You know, you really are a piece of shit. I'm a businessman, and trust me, it could get a lot worse, my friend. Now calm the fuck down. Your mother told me about you. Maybe you can help me pay off your mother's debt. That way this building doesn't have to come to an unfortunate end. Yeah, okay. Okay, let's go. As always, nice to see you, Miss Lopez. Luis, be careful. Yeah, it's a bit rich coming from you. You ought not to judge me, Luis Lopez. You're just like your father. Ja, jetzt ist wieder bei Kredit ein Geld ausgeliehen. Was müssen die sich auch alle Geld von denen ausleihen? Das frage ich mich echt. Das können ja mal schöne sein lassen. Naja. Egal, jetzt müssen wir wieder einen anderen Typen helfen, um die Schulden zu begleichen. Sorry, Bro, but I don't do that no more. I saw you go a few years back. Could have been something if you didn't care so much about that pretty thing. Oh, ich hab was, gar keine HP mehr, nur ein Teil. You ain't quit no more. My thinking is you were bad enough for no one to notice when you take a dime. You beat the first two guys I set you up with. Then you fall on the third. Fuck. Ist ein bisschen leiser, oder? Kann das. Ja, komm. War schon Tacken lauter. Na komm, laber weiter. So, seid ihr fertig mit dem Traden? Dann ist ja gut. Dann check ich mal nicht wohin. In die Gasse hier. Wetten, wetten, komm. Hier rein. Na, ah, sag ich doch. Ich wusste es nicht, aber irgendwie habe ich mir schon geahnt, dass er hier reingeht. Oh, ja. Hier rein? Ja, hier rein. Ich hab wieder drauf mit dem Erwarten. Boah, ist der behindert, ey. Ja, einfach mal kurz Treppe runterfallen, ist am bequem als ja, Treppe runter zu gehen. Ja, schön. Ich hab keine Waffe, Mann, halt die Fresse. Die Kämpfe in LC Cage Fighters sind im Regel ohne Waffen und Mann gegen Mann. Das heißt mit Waffen und Arsch gegen Arsch. Oh, voll geil. Setzt die Menge ein, um Gegner zu halten. Die Wetten werden abgebrochen, wenn du die Matte verlässt und die Kämpfer verlieren die Startgebühr. Oh, da klatscht man direkt mal alle weg hier. Obwohl Faustkämpfe kann ich nicht so gut. Das war kackig. Du kannst zurückkommen und bei Kämpfen wetten oder bei LC Cage Kämpfen Championship Scheiße machen, ja. Super.
Boah, was ein Fettsack. Ey, ich muss gegen den kämpfen. Komm, komm. Bam. Oh, du hast mich geklatscht. Oh. Ja, das ist aber so fair. Ich habe nur gerade mal halbe HP und der, ne? Ich habe so gut wie gar keine HP. Das ist unfair. Oh, ja. Das ist nicht fair. Verzack. Ich hätte mit mehr HP ankommen sollen, wie jetzt zum Beispiel. Oder noch unfairer, ich hätte direkt mit einer Schutzweste ankommen sollen. So, ja, oh, jetzt muss ich auf den Idioten warten. WT, jetzt klatscht er mich. So. Sterben, Mann. Jetzt klatscht der mich sogar weg, ey, weißt du? Ah, geht doch. Jetzt können wir überspringen. Jetzt können wir auch überspringen, aber wir können es nicht. Super. Ich muss sie wegschubsen, oh verdammt. Die kann ich blocken. So mit. Na, ich kann das gar nicht. In die Nüsse, Mann. Komm. Komm noch ein bisschen. Tja, verkackt, Junge. Bitte nicht jetzt noch einer, ey. Ich habe jetzt gar keinen. Ja, noch einer. Ja, komm, ich habe gar keine HP mehr. Das kann doch nicht wahr sein. Komm, komm. Ah, sauber. Jetzt läuft das hier. Eine dritte Runde kommen. Die dritte Runde bringt den Gesundheit unter die Hälfte und geht zu Boden. Komm hier, komm, komm, klatsch. Oh Mann, wie viel abwehrt er? Okay. Fuck. Mann, jetzt hab ich verkackt. Hey man, you know you did the right thing. Next to see a man like you swallow his pride for his mama. Just stay the fuck away from him, okay? You got your money. We done. Listen to me. I was there for your mama when you weren't. I think you must have lost some brain cells in that fight. Yeah, if I see you again, I'll kill you, bro. I'm out. Achso, man muss verlieren dort. Oder sehe ich das falsch? Bitte, Getoni, Mamas Polizeit. Schaden, Hilfe der Menge. Wie Hilfe der Menge? Check ich jetzt echt nicht, aber naja. Begib dich zum Faustsymbol. Hier kann ich also kämpfen, okay. Da kann ich wieder zu der Muda gehen. Rufe Mami. Mami. Hijo. I took a dive in that fight for you, Mami. You don't know that guy any more money. What do you mean you took a dive? Do you mean you lost? You claim to be some big shot and you can't even win a fight for your mama? I lost a fight for you, Mami. I didn't ask you to lose no fight. I did not ask for losers in my family. You know what? Forget about it, Ma. Just don't go borrowing any more money. See you soon. Ja klar, erst kämpfen wir für sie und jetzt sagt ihr, wir wollen keine Verlierer. Die hat doch ein bisschen gelitten, die Frau. Nee, warte, ich wollte ja zu Mami, obwohl, nee, ich habe keine HP mehr. Ich weiß nicht. Ich müsste mal irgendwo HP tanken. Ich meine, hier irgendwo daneben müsste es was geben. Ja. Müsste es was geben. Ich guck mal jetzt. Hier um die Ecke irgendwo ist vielleicht ein Bürgerschott oder so. So, irgendwas wollte ich noch sagen. Ah ja, genau. Ich habe jetzt auch noch zwei Playlists angelegt, damit ihr so eine Playlist für The Lost and Damned und eine Playlist von The Belt of Getoni.
Also die ganzen Parts werden jetzt immer noch Let's Play The Episodes von Liberty City heißen. Aber ich habe die dann noch aufgeteilt in zwei Playlists. Also 29 Parts sind in der Playlist The Lost and Damned. Und die Parts, die jetzt noch kommen von Belt of Gaetoni, sind jetzt also in der Playlist für Belt of Gaetoni. Also das ist ein bisschen geordneter. Dann ist das auch ein bisschen übersichtlicher, weil da müsst ihr nicht gucken, wo was beendet wird und was, ja. Ist halt einfach praktischer. So, und du musst dort zu essen gehen. Und dein Hotdog-Standard reicht auch. Für mich reicht alles. Hm. Ist egal, so, und ist ja nix, ne? Bei einem Hotdog-Stand muss es hier irgendwo in der Nähe geben. Gibt's in jeder Ecke, zweite Ecke, zweite. In der zweiten Ecke gibt's einen. So. Hotdog, Hotdog. Gibt's hier Hotdogs? Komm schon, ich will eine ganz lange Wurst, ey. Gib mal. Ich will eine Wurst. Eine Wurst mit Brötchen drumherum. Super. Ah, da, Hotdog. Schön, endlich. Ja, jetzt schön essen gehen, schön essen gehen. Boah, ich hab fast gar keine HP mehr. Und der Hotdog war jetzt nötig. Ist echt total verreckt. In der nächsten Mission. Ja, dann steigen wir wieder ein und fahren zurück. Zu Mami, obwohl, ich könnte ja auch wieder zu Mori. Ja, komm, fahren wir zu Mami. Ah, zu Mori, Mami, Mori. Ach komm, ich fahr zu Mori. Ich bin ja so unnötig, auch wenn Mami jetzt gerade hier näher ist. Mami oder ja, Mama eben, ist auch egal. Ich nenne jetzt Mami. Mami! Komm, gib mal andere Mucke her. So. Geil, das ist keine Mucke, das sind Nachrichten. Nein. Ah, von was schön am sonniger Tag hier in Liberty City. Und ich fahr wieder über gegen, überfahr den Typen da, krieg wieder Polizei und fahr weiter. Ah, wie schon gesagt, schöner Tag in Liberty City hier. Wie sonst auch immer werden hier Typen überfahren. Von Typen Luis. Luis Morales. Nee, ja, Luis Lopez. Ja, Lopez. Morales, wo kommt das jetzt? Keine Ahnung, wie ich gerade auf den Namen komme, aber naja. So, wir fahren gerade über die Algonquin Bridge. Schön. Da vorne ist die Brücke, die Dingens hier. Hier ist die, verdammt. Die Broker Bridge, genau, da vorne ist die Broker Bridge. Da ist die Uhr, und jetzt ist die Uhr wieder weg. Schön. Da fliegt ein Helikopter. Okay, jetzt fahren wir mal hin. Hier runter, boah. Noch geschafft. Na, die meine ich soll da so einen Kreis fahren, aber ich fahre hier lang. Ich fahre so, wie ich Bock habe, und so habe ich gerade Bock. Naja, nur ich weiß nicht, wie es weitergehen soll mit der Fahrt. Ach so, okay, jetzt weiß ich wie. So, Evitev. So geht's weiter. Ich lande auf dem Dach. Super. Wie abhängen? Was heißt abhängen, ey? Wie? Ah, jetzt muss ich zu dem Armadillo-Typen fahren. Oder wie ist denn überhaupt? Ich hab nur irgendwas. Ja, Polizei. Es ist immer besser hier, ne? Ich komm an, da ruft der Armadillo-Typ mich an und ist wieder am Arsch. Amendo, ja, ich nenne ihn Armadillo. Wegen Red Dead Redemption und so. Armadillo. Nein, Polizei, fick dich. Oh, hier ist aber Mori. Ja, drauf geschissen. Kein Bock. WTF. Ja, ganz bestimmt. Ich flieg genau drüber, ne? Tüte. Hey, Lou! Luis. Yeah, whatever. Come here, give me some love right here. So what do you want? Donnie said you needed a favor. Well, I look like a charity case to you. Can I plead the fifth on that one? Ah,
That's funny. You're funny. Yeah, you're fucking funny. Funny for a guy with all those pecs. She got the lats of a little girl, and man, you need calf implants. Look at you. And, you know, I'm guessing just from looking at you, you ain't exactly packing a 10-inch hose, man. Me? I make girls wince. Wince. Just to level with you for a minute, bro. Tony owes you money. Tony's my boss and my friend, so I'll help you out a little. But if you mention my host again, I'll put you in the fucking ground. Jesus Christ, man! You're pent up! Come on, I didn't mean anything by it. I apologize. All right, look, let's rewind. We'll restart. We'll relax. Huh? Come here, page one. Give me a hug. Huh? Give me a hug. That's it. Now, where were we? Oh, well, if it isn't my brother the ghost. Rory, what are you doing here, bro? And who's this guy? It's Lou. It's Luis. Right. Well, it's nice to see you too, little brother. Jesus, you look pale. What, somebody die? Unfortunately not, man. What are you doing here, Maury? I am thinking about moving back home. You see, I've been hearing some stories about you getting somewhat above yourself. And I'm worried about you. Well, don't worry about me, man. I'm fine, okay? I'm gonna be just fucking fine. Jesus, who is training you? Man ought to be horsewhipped. Look at you. You're lumpy. Oh.